no gang. All day, so I'm stuck inside. I found all day like Bill Murray. That's every day, so I fucking grind. Every day till I... Ja, moin, was geht ab, Leute? Wir sind jetzt hier in der Bathöhle und wir fahren jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Runde. Sind jetzt, glaube ich, gerade, keine Ahnung, 3 Grad draußen oder sowas. Es ist nicht wirklich warm. Und, meine Schnürsenkel. Ja, ich muss ja die Schnürsenkel von meinen Motorradschuhen hier, wie man sieht, mal in die Schuhe tun. Rechts binde ich mir mal lieber zu, denn wie man auch gerade sieht, oh, das riecht geil mit Handschuhen, wie man hier sieht, habe ich eine Trockenkupplung. Und wenn die Schnürsenkel hier reinkommen beim Fahren, das ist mal ganz witzig. So, versuchen wir mal unser Glück. Auf geht's. Einmal drücken. Okay, Jerome darf heute nicht fahren. Ja! So. Bleibe ich hier noch an den Fahrrädern hängen. Oh. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Straße wieder. On the street. Tatsächlich ist es heute erst das zweite Mal auf dem Motorrad dieses Jahr, weil das Wetter, das schöne Wetter, nicht mehr zugelassen hat und ich einfach keinen Bock hatte, bei Eiseskälte oder Regen zu fahren. Heute sind es 3 Grad, aber egal! Wir sind einmal gefahren, noch mit CarvaQ, keine Ahnung, ob das Video mit dem guten CarvaQ vor diesem Video kommt oder nach diesem Video kommt. Mal schauen. Wie gesagt, heute das zweite Mal und ich friere mir jetzt schon den Arsch ab. An solchen Tagen trägt man natürlich auch immer die Hosen mit den gewollten Löchern drin, das ist ja ganz klar, damit man da eine bessere Luftzirkulation hat. Nennt mich Professor Alpha. Junge, was macht der denn jetzt hier, bra? Eine ganz entspannte Runde, nicht wirklich sportlich unterwegs. Zeitliche Dokumentation. Wir haben heute den 15.03. Mitte März und in den nächsten Tagen soll es auch richtig scheiße werden. Es soll sogar, ich glaube, tagsüber minus 1 Grad sein, irgendwie jetzt am Samstag. Also übermorgen. Das heißt, das verdammte Marsch in den Arsch. Ja, außerdem wollte ich auch noch die Messe ansprechen, oder die Messen. Wir sind ja auf 2 Messen gewesen, und zwar einmal in Berlin, Berliner Motorradtag. All I do is grind, grind. All the time, cause I shine, shine. See me, I'm in my prime, prime. And I'm running out of my mind, mind. Got a bit of stress on my mind, mind.
little bit of sleep and I yeah, I'm one of a yeah, I'm one of a all I do do is all the time cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and I yeah, I'm one of a yeah, I'm one of a run that shit. No pain, no gain. All day, so I'm stuck inside. Groundhog day like Bill Murray. That's every day, so I fucking grind. Every day till I fucking shine. Working hard till I'm mucking mine. I've been putting in so much work that they say I'm out of my fucking mind. Man, I hate that shit. They hear a song and they debate that shit. If I could pay them all just to shut the fuck up, I'd do it, but I ain't that rich. Tough life for a pimp, huh? Music's getting me no money. But hopefully this new track I drop make a little bit of buzz to get dope for me. Get dope for me. But I still ride, study shit like I'm Bill Nye. Y'all already know that I'm real fly. Quit smoking, but I'm still high. Focused hard on this goal of mine. Late nights, I'm devoting time. After putting in this much work by now, I guess I'm supposed to shine. All I do is grind all the time, cause I shine. See me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and I yeah, I'm one of a yeah, I'm one of a all I do is all the time cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my. Und in Hamburg auf den Hamburger Motorradtagen, wobei wir nur Hamburger Motorradtag gemacht haben, weil wir waren nur einen Tag dort. Wir waren am Friday. Am Freitag? Waren wir am Freitag da? Schon schlecht, wenn man das selber gar nicht mehr weiß. Ich glaube aber, es war der Freitag, ja. Da war nicht allzu viel los, es war aber für uns trotzdem ein super Erlebnis. Ich bin mit Debo und mit CoverQ dorthin gefahren und hab zum allerersten Mal die anderen Boys kennengelernt, also ja, ihr wisst, wen ich meine. Blackout, Alpi, Harzi. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, tut es mir schrecklich leid. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall an euch raus. Especially an Alpi Dulelek. Reingeschaut. Und ja, das war auf jeden Fall schon richtig geil für uns, weil wir die ja in echt noch nie treffen durften. Ich muss noch kurz meine Kamera justieren. Nicht, dass sie mir die ganze Zeit in den Schritt guckt. Ach, kurz auf meine Uhr gucken, denn dadurch, dass ich ja die Batterie abgeklemmt habe, wie man das so als guter Motorradfahrer macht mit seinem Motorrad im Winter, habe ich die Uhr natürlich noch nicht eingestellt. Ist ja nicht so, als wenn die Batterie nicht schon seit 2 oder 3 Wochen im Motorrad wieder drin hängt. Naja. Und ich habe trotzdem überhaupt keine Lust mehr, meine Freunde. Aber was macht man nicht alles für Ruhm und Reichtum? Nicht. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall, dieses Jahr nochmal nach Hamburg zu fahren. Beziehungsweise vielleicht kommen ja auch die Hamburgerianer. Hamburgerianer. Hallo. Vielleicht kommen die auch nach Berlin, so dass wir mal zusammen eine Runde cruisen können. Das wäre natürlich richtig nice. Das würde mich richtig freuen. Ja, Leute, man kennt ihn. Da war der Akku leer beim letzten Mal. Ich glaube, nicht ganz eine Woche später, aber auf jeden Fall einige Tage später. Ich weiß gar nicht, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben bin, um ehrlich zu sein. Letztens waren es, glaube ich, 2-3 Grad. Jetzt haben wir es, keine Ahnung, minus 1 oder 2 Grad. Beim Fahren frieren mir auf jeden Fall gerade die Knie ein. Und mein verficktes Kinn. Alter, was ist mit meiner Bremse los? Bruder, die Leute wissen ganz genau, wenn ich komme. Die quietscht so ab, Alter. Ich habe ja zuletzt über Medimax gesprochen. Und da geht auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön an die Crew von Medimax raus, die sich sehr gut um uns gekümmert hat. Wäre natürlich ideal, wenn man sowas regelmäßiger im Winter machen könnte. Oder halt generell im Winter dann immer ansetzen könnte, denn im Winter ist es ja immer arschkalt und Abo-Treffen dann draußen zu machen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir jetzt halt einfach schon den Pipi-Matz abfriere und dann steht man da vielleicht stundenlang mit den Leuten draußen, auf gar keinen Fall, Mann. Deswegen war das auf jeden Fall eine richtig geile Sache, sowas im Winter drin zu starten oder starten zu können.
dank den Leuten von Medimax in Lichtenberg. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr irgendwas Medimaxisches haben wollt. Wenn ihr wisst doch, was es bei Medimax gibt. Electronic, electronic and something else, man.